Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Papa Oki und das ist... Dingsbums. Wer sich heute ein komplettes Gaming-Headset kaufen will, der muss ziemlich tief in die Tasche greifen. Vor allem die Grafikkarten kosten so viel wie vor einem Jahr noch ein ganzer PC. Ja, und dann wird meistens natürlich an den Peripheriegeräten gespart, wie zum Beispiel Tastatur, Maus oder eben auch ein Gaming-Headset. Darum stellen wir euch heute mal wieder ein Budget-Gaming-Headset vor. Und zwar das Gaming-Headset von CSL, das GHS-201. Wie sich das 200-Euro-Headset schlägt, das erfahrt ihr hier. Seid gespannt! Dieses Video wird euch präsentiert vom Abonnieren-Button. Der ist kostenlos und tut nicht weh. Wir haben uns wieder für ein USB-Gaming-Headset entschieden, da das auch an unserem Nuke-Hackintosh funktionieren soll und mit der 3,5-Zoll-Klinke klang deine Sprachausgabe wieder Vader auf Drogen. Ich bin dein Vater. Das weiß ich doch. Ja, packen wir es gleich mal aus. Also es kommt in einer schlichten, schwarzen Verpackung daher, ein bisschen matt, ein bisschen viel Beschriftung drauf. Es geht ja um das Innere und nicht um das Äußere. Die Verpackung selbst ist auch sehr spartanisch. Also nicht viel Verpackungsmaterial, was natürlich auch löblich ist. Hier, wie man zufrieden ist. Und ansonsten kommt das Ganze in eine Kunststofftüte. Ja, und das war's. Auf den ersten Blick wirkt das Gaming-Headset hochwertig. Schnatzt nichts und wackelt nichts, da kann man jetzt nichts sagen. Das Einzige, was ich immer finde, ist diese Klavierlackoptik hier. Da wirkt das Ganze schon wieder ein bisschen billig, weil sonst ist alles schön matt schwarz. Hier drin haben wir sogar Metall, wie das aussieht. Oder eine Metallapplikation, keine Ahnung. Also von dem her wirkt es erst einmal hochwertig. Optisch sieht das Headset aber schon sehr wuchtig aus. Ja, ist halt ein Gaming-Headset, haben sich die Entwickler gedacht. Und das muss man von Weitem schon sehen. Wahrscheinlich haben sie deswegen auch gleich noch eine schicke blaue LED-Beleuchtung mit eingebaut. Ja, wie ihr seht, also hier und hier vorne. Vielleicht, wenn ich das Licht ein bisschen ausmache, sieht man es. Auch das da vorne ist beleuchtet. Steckt hinter all der Show auch noch mehr? Ja, von der Verarbeitung her ist es weder gut noch schlecht. Also wir haben hier wirklich eine feste Bauweise. Wir haben hier oben Softpolster, das man allerdings nicht verstellen kann. Auch die Ohrpolster sind mal wieder aus diesen schon von anderen günstigen Gaming-Headsets bekannten Softleder. Das wahrscheinlich auch wieder nicht allzu lang hält. Was ich aber echt vorbildlich finde an diesem Headset ist, wenn man... Man kann hier die Ohrpolster wechseln, sprich man kann sie abnehmen und dann irgendwelche günstigen oder halt vielleicht sogar passenden, ich weiß es gar nicht, ob das gibt, Universal-Ohrpolster in der Größe, in dem Durchmesser draufbauen und somit hat man da keine schwarzen Fusseln mehr. Da hat doch mal jemand mitgedacht. Ja, bei den Ohren schon, aber leider oben in dem Bereich des Softleder kann man nicht tauschen. Zumindest habe ich jetzt da nichts gesehen. Na toll, da hat man dann irgendwann die schwarzen Fusseln am Kopf. Ja, weil das bei deinen schwarzen Fusseln auffällt. Das Headset ist in seiner Kopfform anpassbar. Also für die Kopfform anpassbar, indem man hier das auseinanderschiebt. Also echt viel Spiel hat man hier nicht. Und was ich finde, entweder es hüpft ganz rein oder ganz raus. Wenn man es anders haben möchte, muss man ein bisschen mit zwei Fingern so hin und her noppeln, dass man so eine Zwischenstufe einstellen kann. Also einmal richtig einstellen und dann nicht mehr bewegen. Also einmal einstellen und dann keinem Dickschädel geben, der wieder alles verstellt. Ich guck da keinen an. Hey. Der Schwanenhals hier ist auch einstellbar am Mikrofon. Mal wieder abnehmen. Den kann man nach oben wegklappen, zumindest so weit nach oben wegklappen. Allerdings, was man hier nicht kann, das zeige ich euch, ist, wenn man das so wegstellt, das ist so ein richtig starrer Kunststoff, das ist also kein richtiges Glieder,
so ein Schwanenhals, der ist in so Glieder aufgeteilt und nach oben geht gar nichts. Das heißt, da muss man wirklich das ganze Ding dann jedes Mal bewegen. Ist halt sehr starr, aber man kann es immerhin bewegen. Die blaue Beleuchtung kann man weder dimmen noch ganz ausschalten. Also die ist immer präsent, aber sie ist immerhin nicht so hell wie die von unserem Charcoon SGH2, das wir getestet haben. Das war ja richtig auffällig. Das Kabel ist 2,1 Meter lang und gesleeved, also in der Preisklasse überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Und vor allem ist hier oben an der Ohrmuschel am Ausgang, wo das Kabel normalerweise hier reingeht, ist ein Schutz drauf, damit es nicht gleich an der Stelle immer wieder abgeknickt wird, sondern das ist sehr geschmeidiger Abschluss, sodass man, ja, ich sage jetzt mal, den Kabelbruch nicht so schnell erwarten muss. Ja, so wie bei meinem Charcoon H30. Tja. Was ich auch schön finde, ist, dass eben hier eine Steuereinheit dabei ist, mit der man die Lautstärke regeln kann und auch das Mikrofon kurzzeitig muten kann. So muss man nicht ständig an der Software suchen, wenn man mal kurz nicht gehört werden will. Ich finde das besser als am Kopfhörer selbst. Ja, ich finde es auch wesentlich besser als wie jetzt zum Beispiel bei unserem Kraken Razer USB, wo wir ja hatten, wo man immer hier hinten dann suchen muss, wo die Knöpfe und Rädchen sind. Der Tragekomfort von dem Headset wirkt fast ein bisschen starr. Die ganze Form, so wie es auch schon wirkt, so starr ist es auch am Kopf. Und ich finde, es umschließt die Ohren irgendwie nicht ganz so. Ich meine immer für sich hier unten, dass es hier nicht richtig aufliegt. Und oben eben mehr aufliegt, aber vielleicht liegt es ja auch an meinem Quadratschädel. Was ich aber sagen muss, also auch mit Brille hat man hier kein Problem, also es drückt nicht. Aber so richtig abgeschirmt, wie wir es beim Alienware waren, sind wir hier nicht. Es ist wie gesagt nicht schlecht, aber ein bisschen besser könnte es sein, der Tragekomfort. Die verbauten 50 mm Treiber haben einen ordentlichen Klang. Und bei Movies und Musik sind weder Höhen noch Tiefen dominant. Aber erstaunlicherweise auch nicht dünn wie bei manch anderen billigen Headset. Man kann sogar ordentlich Lautstärke damit ansteuern, ohne dass sie verzerren. Und würde man nicht wissen, dass das Headset 20 Euro kostet, würde man es sicherlich höherpreisig ansetzen. Also ich sage mal so um die 50 Euro. Für meine audiophile Hörprobe nehme ich in letzter Zeit für den Stimmtest die FLAC-Datei von Alan Walker mit Faded. Und um den Bass und die Höhen so richtig zu testen, die Datei Deep Bass Sound Testdemo. Die Datei hat ordentliche Höhen und anständigen Bass. Die Links zu den Musikstücken schreibe ich euch unten in die Videobeschreibung. Könnt ihr es vielleicht selber mal testen. In Games lassen sich die Gegner problemlos orten, also immer wieder überraschend für ein 20-Euro-Headset, was das leistet. Auch Explosionen oder sowas kommt richtig gut rüber. Also zwar jetzt nicht so wie beim Alien, wäre es klar, aber für 20 Euro habe ich schon viel, viel Schlechteres gehört. Und auch mit dem, ich habe so ein Demo-Programm laufen lassen, um die Ortbarkeit zu testen. Das mache ich jetzt in letzter Zeit auch immer. Da hört man von allen Seiten mal kurz den Sound wirklich sauber zu orten. Obwohl es ein Stereo-Headset ist, das keinen Surround-Sound-Simulator hat. Auch dazu schreibe ich euch mal den Link in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr auch mal testen, wie eurer da performt. Ja, und auch das Mikrofon ist ordentlich. Sowohl für Gaming als auch für Videokonferenz-Sessions. Wir haben hier ein omnidirektes Mikrofon, das heißt, der Sound wird nur von da vorne aufgenommen. Von hinten ist kein Empfang schon, aber halt wird nur wenig aufgenommen. Das heißt, Tastaturanschläge oder Geräusche, die vor einem sind, die werden nicht so stark übertragen, wie wenn es rundum Sound aufnehmen würde. Aber vergleich doch mal selbst mit anderen von uns schon getesteten Headsets und dann sehen wir uns wieder. Es war einmal ein kleiner Hund und sein Name war Rover.
Er war sehr klein und sehr jung, sonst wäre er schlauer gewesen. Und er war sehr fröhlich, als er im Sonnenschein im Garten mit einem gelben Ball spielte. Sonst hätte er das niemals getan, was er tat. Es war einmal ein kleiner Hund und sein Name war Rover. Er war sehr klein und sehr jung, sonst wäre er schlauer gewesen. Und er war sehr fröhlich, als er im Sonnenschein im Garten mit einem gelben Ball spielte. Sonst hätte er das niemals getan, was er tat. Es war einmal ein kleiner Hund und sein Name war Rover. Er war sehr klein und sehr jung, sonst wäre er schlauer gewesen. Und er war sehr fröhlich, als er im Sonnenschein im Garten mit einem gelben Ball spielte. Sonst hätte er das niemals getan, was er tat. Wie ist denn unser Fazit? Ja, alles in allem bekommt man hier für unter 20 Euro. Das USB-Teil kostet zurzeit 23 Euro. Ein solides Gaming-Headset, das sich keine großen Schwächen leistet. Mit Licht? Mit Licht und Kabelfernbedienung. Und dank des USB-Anschlusses eignet sich das CSL Gaming Headset auch für Mainboards mit älteren Soundchips oder gar keinem Soundchip. Und somit erhält es auch unser Prädikat, preiswert, aber nicht billig. Genau. Ja, was haltet ihr von dem Gaming Headset? Schreibt es doch unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Und aktiviert Abo und die Glocke. Das würde uns helfen und ihr verpasst kein Video mehr von uns. Bis bald!